Ja, hallo, ich bin der Heinz. Ich bin Jäger und Sammler. Na gut, zurzeit eher Sammler. Ich bin beruflich sehr engagiert. Wir haben da gerade voll das Mammutprojekt am Laufen in meiner Firma. Und ich suche auf diesem Weg eine neue Frau. Sie muss treu und ehrlich sein und nicht so aussehen wie meine alte Frau. Ich habe die mal mitgebracht. Also so nicht. Und ganz wichtig ist, dass sie nicht Raucherin ist, weil bei mir in der Höhle wird nicht geraucht. Wenn er kein Feuer machen kann. Ilse. So, jetzt bin ich mal dran. Mein Name ist Ilse. Meine Hobbys sind Höhlenmalerei und Gürteltiere ausweiden. Und wenn ich äußerlich auch aussehe wie ein Mammut, bin ich innerlich ein scharfer Säbelzahntiger. Und wenn du ein kuscheliger Höhlenbär bist, dann melde dich. Ja, bei mir auch. Anrufen, nicht die Höhlenbären, die anderen Frauen, die Frauen. Bist du so tot? Was will ich ja, du Arschloch? Hallo Sie? Überlegen Sie sich das nochmal gut mit dem Runterspringen. Das Leben ist viel zu schön. Aber meine Frau hat mich mit einem Portugiesen betrogen. Ist doch kein Weltuntergang. Habe ich auch schon gemacht. Und ich hasse meinen Job. Jeden Tag, wenn ich zur Arbeit gehe, könnte ich kotzen. Geht mir genauso. Mach doch nichts. Und meine Arbeitskollegen sind alles asoziale Arschlöcher. Ich hasse sie. Bei mir genau das Gleiche. Ehrlich? Kein Wunder, wie der da zum Beispiel aussieht. Da könnte ich Ihnen Geschichten erzählen. Vor kurzem ist er mit dem Dienstwagen nach Kroatien gefahren. 2 Wochen lang mit Blaulicht. Aus Versehen hat er gesagt. So ein Tröppel. Haben Sie heute Abend schon was vor? Na, ich habe Spätdienst heute Abend, aber ich gucke, ob ich tauschen kann. Fide! 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 Lass mich mal. Ja, hallo, ich bin der Johannes und ich suche auf diesem Weg jetzt eine treue und ehrliche Frau fürs Leben. Egal. Ja, ich habe bei Frauen so ein bisschen den Ruf, dass man mit mir keinen Spaß haben kann. Ich glaube, das liegt an meinem Beruf. Ich bin Sterbebegleiter. Da sagen ganz viele dann, oh, sterbenslangweilig, langweilen wir uns zu Tode mit dem, ne? Aber das finde ich so ein Totschlagargument. Also mit mir kann man auch Spaß haben. Also mit mir kann man sich richtig totlachen manchmal. Insofern, ja, oder liegt es an meiner Glatze? Ist es das? Ich warte schon eine Ewigkeit. Hoffentlich ist es bald so weit. Und ich komm aus dieser Windel raus. Es lief wie ein Monsun. Ich bin neu auf der Welt. Ich bin keiner von denen, der das Wasser schon hält. Es lief wie ein Monsun. Ja, hallo, ich bin der Johannes und ich suche auf diesem Weg eine treue und ehrliche Frau für egal. Bei Frauen hatte ich bisher nicht so viel Glück und ich glaube, das lag daran, dass ich eine Glatze hatte lange Zeit. Das finden viele ja abschreckend, so totenkopfmäßig und so. Deshalb habe ich eine Typberatung jetzt gemacht, habe an mir gearbeitet und ja, Mädels, ruft an.